YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Change Together mit dem Betsy und mit mir. Wir müssen loslegen, wir haben nämlich keine Zeit. Der Betsy macht Stress. Ja, ich mach Stress. Nein, ich schaffe nicht mehr. Dann warten wir wieder, Ja, warten wir drüben, das ist nicht so stressig. Ja. Jetzt kannst du noch deine Geschichte zu Ende erzählen, außer du meinst, die ist nichts für YouTube. Ja gut, ich kann es erzählen. Also, da war dieser Typ, okay. Aber das sieht aus, als würden wir Händchen halten, wenn du dich nicht immer wegdrehen würdest. Nein, das will ich nicht. Keine Lust drauf. Nein, tschüss, Betsy. Tschüss, Betsy. Ich habe keinen Bock auf deine Hand. Nein. Oh, warte, da kommt die Plattform wieder. Ja, wir schaffen es. Wir schaffen es. Easy. So, jetzt müssen wir gucken. Da kommt dann die nächste. Die nächste. Hier oben sind Luftlöcher oder sowas. Oh, bist ein Flugzeug? Interessiert dich ja nicht, oder? Oh, krass. Oh, das war aber krass. Das war jetzt echt krass. Richtig krass war das. Nee, das sind so Turbinen, also nicht Turbinen, so Luft. Luftturbinen? Ja. Ventilatoren. Nee, ich glaube, da hat man nicht Ventilatoren dazu. Glaube ich, weiß ich nicht. Denke ich mal. Boah Gott, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Warte, nicht so schnell vorlaufen, vielleicht kommt dann. Ja, genau das. Ich will nur nicht, dass das wieder weg ist, bis wir. Ich hupf zu weit, Alter. Alter, nix, Alter. Alter, was ist der, was so, Alter, ist. Und Shift-Schraubung. Ja, weil die werden groß, klein, schräg, rüber, Alter. Oh nein, das ist... Nee, warte mal, kann man da... Nee, man kann nicht dazwischen stehen, oder? Ne, schaut nicht so aus. Hä? Aber man schafft's ja nicht auf einmal, man muss ja irgendwo Pause machen. Warte, wenn die zusammen gehen... Doch, man kann dazwischen kurz Pause machen. Aber nur kurz, bis dann die nächste Kugel wiederkommt. Also wann willst du los? Wenn die in der Mitte sind, also wenn sie eine Linie bilden. So, kurz... Warte! Geht noch! Easy, lauf! Er tut immer so, als wäre das voll anstrengend gewesen, aber. Komm mit mir! Oder doch nicht! Dass du schon los wolltest! Das ist immer das Problem! Ich habe gedacht, wir stellen uns da drauf, wir müssen nämlich da drauf. Zieh mich hoch! Bitte, danke! Springen wir doch gleich drauf, wenn er schon hier ist. Oder? Nee, das geht gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Oh, du kannst von hier drauf springen. Ich war auch drauf, ich war mir nur nicht sicher. Oh, ja, wir sind cool. Schnell! Wieso quietsche ich denn so? Ich weiß auch nicht. Hilfe! Polizei! Hilfe! Hä? Sind wir überhaupt richtig? Ich bin gerade voll verwirrt. Ich check's gerade nicht. Na wohl. Wir sind hier gar nicht richtig. Was ist das? Das musst du drehen, das ist ein Tor. Ach so, das muss man drehen. Hey, du bist ja voll intelligento. Intelligento, ja, genau. Oh, warte. Okay. Warte auf mich. Sind du ja Chico oder was? Ich muss den ausmachen. Ah, ausmachen, okay. Okay, ich bin ready. Okay, dann. Hui! Okay, das ist nicht das Problem. Hui. Okay, es sah schlimmer aus, wie es eigentlich war. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Scheiße, Alter. Man darf nicht nach oben schauen. Da dreht sich was, gell? Ich glaube, wir müssen hier nicht hoch. Doch, der kommt, nämlich der Reifen kommt zu uns. Jetzt müssen wir laufen, aber ich glaube, er dreht sich in die andere Richtung. Nein, doch nicht. Ich muss ein bisschen Gas geben vielleicht. Ja, das wäre nicht schlecht. Warte. Geht sich Gas? Schaut gut aus. Vor, wie so ein Hamster am Hamsterrad. Ne? Nur auf dem Hamsterrad. So. So, ab in die Müllpresse und los geht's.
Warte mal, vielleicht tut sich da was. Da ist kommt doch Aufwind, da ist doch Aufwind. Ja, up. Das ist ein Magnet. Ah, der bewegt sich, der Aufwind. Okay, oh shit, warte mal, wo ist er hin? Oder, oh, ja, jetzt kommt er wieder. Ah, er hat mich einfach. Oh, nein. What the fuck? Was ist das für Aufwind, oder? Kann ja gar nicht wahr sein. Was ist das für Aufwind jetzt? Was war das denn jetzt? Nein, wir waren schon. Ja, so weit waren wir doch nicht, glaube ich. Das kriegt man nochmal hin. Und lauf! Das war let's easy. Das ist, glaube ich, ein bisschen complicated. Was macht er denn? Ich bin der Kanger. Der Kanger ist er. Ich bin der Kanger auf einmal. Einer von den Hangers. Hanger Game, Alter. Hanger Game, Alter. Da gibt's den voll ekligen Witz, den erzähle ich jetzt nicht. Oh, wieso ist der nicht jugendfrei, oder? Nee, das hat mit den Hunger Games zu tun. Er ist einfach geschmacklos. Ja, okay, dann erzählst du mir nach der Aufnahme. Ah, ich hanger! Ja. Das, ja, kriegst schon, du, das kriegst du hin. Ja, ich krieg das. Nur, ich muss jetzt hier rüber. Ja, das kriegst du nicht ohne mich. So, zeig mal einfach beide. Warte. Ja, warte, ich habe eine Idee. Das war eine scheiße Idee, Bessie. Das war eine scheiß Idee, ja. Ich hab einmal kurz probiert, wirklich abzuspringen mit dir dran, aber es klappt nicht. Du bist doch zu schwer. Auch wenn du gut abgenommen hast. Ja, ja. Abkürzung. Oh, ich kann auch auf dem Stacheldraht stehen. Abkürzung, hab ich gesagt, Blätzi, was macht er denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Na, mach kein Blätzi jetzt. Komm jetzt her. Es ist doch unglaublich. Ah, Gott. Ich bin ein Dino. Rar, Dinosaurier. Rar, rar. Das sieht an wie ein Baby-Godzilla. So, aber jetzt. Die Hunger Games. Ja, das macht dir überhaupt keinen Spaß mit dem Benz hier. Hey, vorhin bist du gehangen. Ja, aber du bist schon zweimal. Immer einmal mehr als du. Genau. Komm, wir haben keine Zeit zu verlieren, Benz hier. Einfach rüber hier, einfach hier rüber, auch hier rüber, er rennt. Oh, hoppala. Ja, passt ziemlich hoch. Den stark, stabiler Typ. Danke. Er zieht einfach so 100 Kilo hoch, als wäre das nichts. Nix, ne? Wir müssen eh hier rüber. Oh, echt? Kann es sein, dass wir jetzt gerade beide etwas zu weit gesprungen sind? Ja, ja, definitiv. Aber warum? Ich habe den Shift-Sprint-Sprung nicht gemacht. Ich schon. Ich mache den irgendwie immer gefühlt mit. Dann hast du mich mitzogen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Hm. Habe ich die 100 Kilo einfach wieder so mit mir? Einfach so mitgezogen. Als wie nix. Wie nix. Was ist denn jetzt los? Ich weiß es nicht, weil diesmal war es ich nicht. Wir wechseln uns gerade ab, dass einer, das, ja. Bin in die Ritze gefallen. Dass du auch jede Ritze mitnehmen musst. Ich dachte dir, aus dem Alter bist du raus. Oh, das ist ja ein Wahnsinn hier. Komisch, wir hatten vorhin hier keine so eine Probleme. Ja, doch, das erste Mal, glaube ich, schon kurzzeitig, bis wir es mal raus hatten. Wir nehmen auch keine Rücksicht auf den anderen, wenn schon. Nein, gar nicht. Jeder hat jetzt nur die eigene Ungeduld, ne? Ah ja, ich hab sie echt böse, Alter. Ja, ich finde, du springst mich hier viel zu früh ab. Nein! Alles Gute, hab dich, Betsy. Du wiegst ja nichts, du bist ja ein Fliegenschießer. Ja. Im Gegensatz zu dir. Wie viel wiegst du? 71? Ja. Mein Lieber, jetzt ist ein ganz zartes Kerlchen. Jetzt so ein fettes Marschschwein wie ich. Ja, aber gut, darfst du nicht die Größe vergessen. Du bist ja 1,86? Na, ich bin 1,59. Nee, jetzt wirklich, du bist doch 1,86. So, naja, ja, 1,85, 6. Ja, ja, kommt hin. Ja, siehst du, bei mir sind es 1,74. Ja, bitte, die paar Zentimeter, aber das ist.
Weil wie viel wiegt denn in deinen Augen ein Zentimeter? Jetzt hast du es geschafft, sehr gut. Aber du wolltest einfach jetzt weiterrennen, gell? Nein, nein, ich habe das gemacht, damit du hochkommst, ne? Ist ja logisch. Ups! Das Problem ist, ich kann mich hier nicht festhalten. Das heißt, du musst zurückrennen, oder? Doch nicht. Ich wollte jetzt nach unten schauen und dich pullen und immer wieder mit dem Ding mitlaufen, aber es hat leider nicht funktioniert. Ich habe ein Problem. Mir ist mein verkackter kleiner Finger eingeschlafen. Das ist echt schlimm gerade eben, was. Hättest du denn schon das letzte Mal die Finger eingeschlafen? Ja, das ist, weil ich mich immer so blöd abstütze am Schreibtisch. Mit dem Controller. Au, au, jetzt spür, jetzt wieder warm. Jetzt wieder warm. Au, jetzt wieder richtig böse, wa? Hey, was ist denn da? Oh. Halt dich am Grat fest, Betsy. Ja, hab ich doch, aber ich weiß nicht, was du sonst kriegst. Weil es der falsche Kran ist. Hey, was ist denn da jetzt? Ja, geil, geil, komm mit. Was denn? Scheiß mich an, oder? Pause. Pause. So. No oder so? Du wolltest das noch nicht mitkommen, okay. Warte, 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 jetzt da. Und dann gleich hoch. Das geht sich nämlich aus. Was macht der Betsy da? Du hast mich wieder geflubbelt. Geflubbelt, oder? Das ist nämlich sexuelle Belästigung. Ich hab ihn einfach so geflubbelt. Der Betsy wiegt aber schon einiges. Oh nee. Warte mal. Easy go. So. Nein. Ja, easy. Ah, ja, euer geht. Bleib einfach stehen, Betsy. Ich schaff das nicht. Dafür brauchen wir den Bagger. Nee, wir brauchen das nicht. Aber ich will jetzt Bagger fahren. Ja, ich bin der Baggerfahrer. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das fährst, weil das ist echt fies. Fahr du mal. Meine Steuerung ist schon echt. Oh, er macht das mit dem Controller, als wäre es nix. Aber ich weiß nicht, was bei mir X ist. Also. Er verliert gar keine Zeit. Zack, fertig. Total easy, oder? Warte mal. Wir machen es dann schwerer, wie wir es eigentlich machen müssen. Wir springen einfach darüber. Und von dem. Ja, ist ja voll der Cheater da, Betsy. Ja, weil wir die ganze Zeit jetzt hier so rüber sind. Warum sollen wir uns den Stress mit dem Rohr geben? Weißt du, wir stehen hier auf. Du willst Schläuche. Das Rohr anders haben. Das ist echt der Part, der immer gar keine Rücksicht mehr aufeinander, gell? Nee, das ist richtig. Ja, wenn er mal zu lang. Ja, das ist das. Du bist einfach zu langsam, Betsy. Zu langsam, Betsy. Man kann hier nicht Rücksicht auf Verluste nehmen. Was macht er jetzt da unten? Ich bin gar nicht gesprungen, Alter. Jetzt scheißt er generell drauf. Der zieht mich schon irgendwie mit, der junge Bruder da. Ja, nein. Ja. Knock, knock. Dank, jetzt bist du aber runtergefallen, gell? Ja, ich weiß. Du wartest mir aber auch immer zu wenig ab, bis das Ding gerade ist. Das ist das Ding. Du stehst sehr auf die Schräge. Da schon wieder auf die Schräge. Na, das ist nicht schräg. Was das einzige, was schräg ist, bist du. Ja. Ja, du springst schon wieder auf die Schräge. Oh Gott. Ja, das war jetzt aber nicht gerade, Betsy. Der Shift-Sprint macht mir das Ding zunichte. Was macht dir das zunichte? Der Shift-Sprung. Ich sage immer Sprint statt Sprung. Ja, aber mal ganz ehrlich, du hast auch kein Shift gerade mehr. Und da wären es immer noch Shift-Sprung. Bei dir ist das wahrscheinlich ein A-Sprung oder keine Ahnung, X-Sprung oder. A-Sprung. Ein R2-Sprung ist das. Oh Gott. Aber ich sag das ja nur, damit du weißt, was ich meine. Als Shift-Springer. Ja, der ganz besondere Ort. Okay, Pause. Warte. So. Ja. Ups. Wo ist es? Es dauert noch. Es kommt noch. Einmal müssen wir noch springen, glaube ich, vom Gürtel. Mhm. Und jetzt rüber. Easy peasy, Patrick Swayze, crazy, absolut overpowered.
Ja, nicht zu früh, Freunde. Sind wir jetzt bei dir? Jetzt sind wir gerade hier abgestürzt, gell? Ganz komisch. Ja, war das hier? Ja, war hier. Genau so wie gerade eben. Pause? Oder ziehen wir es nochmal durch? Ah, Pause, ich habe keinen Bock auf durchziehen. Tja. Und Judo, wir sind zurück, er fährt gerade weg. Ich habe noch nie was Fliegendes fahren sehen. Das ist gar kein, kommt nicht von oben. Schau mal, das ist ein Magnet. Ja, ja, das habe ich schon mitgekriegt. Ah, ich nicht, ich sehe es jetzt erst. Okay, dann müssen wir quasi uns vom Magneten mittragen lassen. Ja, die Kette ist nämlich magnetisch. Wusstest du das nicht? Unser Schmuck ist magnetisch. Darum nennt man mich auch Magneto. Oh Gott. Hast nicht gewusst, dass man mich so nennt? Magneto, der unglaubliche Valhalla? Was? Chipotle-Star? Okay, das heißt, wir müssen mit dem Bre mitziehen. Also mit Dingsen. Nee, wir bleiben einfach dran hängen. Nein. Hä, warum hängt das denn? Ah ne, warte, weil er gerade ausgegangen ist. Ja, ja, genau. Und jetzt da jetzt müssen wir mit dem mitgehen. Wenn er vorgeht, weil nicht, dass uns das zu. Ja, wir müssen mit nach vorne drücken. Logisch. Ja, absolut logisch. Ja, eigentlich müssen wir nicht nach vorne drücken. Ne? Muss man nicht, weil ich mach's. Nee. Also muss man nicht. Ne, und jetzt müssen wir warten, bis uns fallen ist. Das war alles. Wow, solche Strecken hätte ich gern öfters, bitte. Einfach nichts machen müssen. Ist das jetzt ein Lift oder? Na, das ist. Ah, Mikrowelle. Na, weil ich gerade zu lang braucht, deswegen. What? Das wissen wir selber nicht. Oh Gott, Bessie, die Stimme sagt zu mir, ich soll runterspringen. Nein, tut sie nicht. Ach. Nein, weil da unten habe ich Untertitel an. Ich sehe doch, was hier steht. Nein. Da. Da. Ja, ich hab ein. Willst du hier einen Punkt für uns lassen oder sollen wir weitergehen? Ja, ich mach hier einen Punkt hin. Passt. Mach mal Pause wieder. Jo. Jo. Puh, ich glaube, wir müssen da drauf. Ja, das ist irgendwie. Au. Ah! Oh, ich weiß, wie das funktioniert. Wir müssen abwechselnd müssen wir drauf. Das Grüne muss permanent leuchten. Sobald du von den einen Ding. Okay, das machen wir. Ja, das machen wir. Weil wir auch so viel Wahlmöglichkeiten haben. Ja, okay. Schon mal was von freien Willen gehört. Wenn ich will, mache ich gar nichts. Ich bleib da, schau, da ist ein schönes Haus. Da ziehe ich dann einfach ein. Ganz ehrlich, wir sind schon aus der Hölle raus. Mir wird es reichen. Naja, ich sag gar ganz ehrlich, oder? Da ist ja nichts. Weißt du das? Was willst du denn da machen? Ja, stimmt. Mal beide drauf. Okay. Oh, warte auf mich. Soll ich rüber? Ja. Okay. Spring du mal. Na, warte, jetzt komme ich erst. Ja. So. Und dann wieder so. Das hätten sie uns aber auch sagen können. Ja, finde ich auch. Ja, jetzt mal ganz blöd. Wie spielst du den Teil wieder, wenn du alleine bist? Achso, ja klar. Ist ja logisch, weil ja du da... Ja, okay, macht Sinn. Ich frag mich immer noch der Teil mit dem Baumstamm, wenn du allein... Wieso springst du? Wir waren jetzt so in den Rhythmus drin, irgendwie, dass ich, mir so cool vorkam. Aber wir sind ja gleich wieder an der Stelle. Sorry, ich war jetzt irgendwie zu sehr in Gedanken irgendwie. Nein, schaffen wir nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt gesprungen bin. Boah, ich verstehe es. Echt? Okay. Naja, ich verstehe es. Ganz ehrlich jetzt, aber ich habe auch nicht mehr drauf geachtet. Okay. Oh. Siehst du, ich hab's Gehen vergessen. Das war die Unterhaltung, die wir gerade eben geführt haben. Also waren wir komplett jetzt da mit den Gedanken? Ich will jetzt nicht sagen woanders, weil es ging ja um das Spiel. Ja. Aber...
Das hat uns ein bisschen abgelenkt. Bischl. Von was ist der Reifen hier oben eigentlich so dreckig geworden? Oder haben wir alle so dreckige Füße? Und das nur in der Schiche. So wie selbst. So, ich stelle mich auf Stoppschild. Ja. Da fallen wir gleich nochmal runter. Am, aua. Aber wieso? Ja, weil der kurz ausgeht. Autsch! Schau, du musst dich nämlich nicht nach vorne bewegen. Ja, stimmt. Kannst doch gar nicht eigentlich. Kannst dich nur drehen. Ich bin ein Kreisel. So, jetzt schaffen wir es. Jetzt denke ich wieder dran. Einfach denken. Aber wir sind immer noch nicht bei der Hälfte, ne? Wir haben vielleicht ein Viertel, ne? Ja, doch, ein bisschen über ein Viertel sind wir. Nein, ich glaube, es sind 10.000 Meter. Meinst du echt? Mhm. Nee, aber dafür ist der Punkt schon zu weit oben, oder? Nein, der bewegt sich ja endlos langsam. Also. Okay, ich hätte eher gesagt, das wären so 5.000 dann. Okay. Ich springe als Erster. Ja, das halten wir wieder ein. Wenn du Stick hörst, weißt du, du darfst springen. Okay, gut. Daran kann ich mich orientieren. Hat zweimal Tüt gemacht. Mhm, nicht springen. Muss auch immer warten, bis Ding macht. Boah, das ist schon ein Geduldsding hier. Was wir nicht haben. Warte mal, ich wollte mal da reinschauen, aber es ist ein bisschen langweilig, ist nur ein Büroding. Also Büro, schaut das nicht aus? Ja, doch, ein Computer, Büro. Gar nichts? Oh, brauchst du nicht unbedingt einen Computer für ein Büro? Ja doch. Was waren die 80er? Ja, Schreibmaschine. Naja. Na, auch Computer. Ganz Dinger. Ganz Dinger. Ganz Dinger. Du weißt Bescheid, wenn ich die Ding-Songs danke. Ding-Songs danken. So, oh nein. Oh, ich kündige, kann man nicht einfach. Ich kündige. Ist das dein Job hier, oder was? So, wir warten, bis das jetzt an uns vorbei ist, ne? Nein, oh, jetzt hält sich meiner Idiot fest. Und warten. Und warte, ja, lauf. Hui. Beide weisen uns den Weg. Das könnte öfters mal so sein, ne? Nein, warte, ich glaube hier rüber. Nein, hä, der Pfeil zeigt doch darüber. Ah, er zeigt ja darüber, den habe ich gar nicht gesehen. Oh. Da ist ein Waschraum, das habe ich jetzt erkannt. Aber der Boden war irgendwie schräg im Zimmer. Meinst du, er war schräg oder er war schräg? Schräg. Schräg. Also, nicht gerade. Okay. Nicht gerade schräg. Nicht gerade schräg. So. Ach, die Luft. Die Luft. Lass uns Luft holen. Ich sehe sofort die Luft. Aber wir schauen schon wieder gar nicht nach Flügeln. Nach Flügeln. So. Oh nein, das ist schon wieder auf Zeit, oder? Oh nein. Ja. Oh ja, man sieht sogar den Zeitablauf jetzt. Das finde ich toll. Das finde ich nicht so toll. Das war kacke. Schräg. Bubibibubibu. Oh. Kommt schon wieder das Geduldsspiel. Was? Ja, das. Er springt, wenn es klick macht. Interessant. Okay, der abgehoben er ist, der alte Mann, ne? Schaut einfach so nach oben die ganze Zeit so. Brust raus, Bauch rein, Schulter zurück, Kinn nach oben. Ja, klar.
Olan. So, dieselbe Taktik? Ja. Hm, das hat aber dreimal Ding Ding gemacht. Ich hab's vergessen. Wie kannst du das vergessen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist die Uhrzeit, meine Konzentration lässt auch schon leicht nach, okay? Ich hab's vergessen. Was ist das für ein Typ, Alter? Ich hab's vergessen. Was? Alter Mann, hallo. Wir machen das die ganze Zeit. Ich hab's vergessen. Komm, du hörst meines Alter. Oh Gott, das ist so geil. Die ganze Zeit sind wir drin. Gut. Und dann so, ich hab's vergessen. Das ist so schlimm, Alter. Oh. Einfach vergessen. Am besten du kündigst. Ja. Ich hab's vergessen. Ja, kommen wir erst in das Alter. Wie gesagt, dann dreht man weiter. Ich frag mich was hier. Sag mal, hast du überhaupt ein Hemd an oder ist es deine Behaarung? Nee, ich hab's vergessen. Das ist meine Behaarung. Das Hemd habe ich vergessen. Unten. Ja. Erst gehen wir schnell runter, holen wir das Hemd. Das habe ich am Starting vergessen. Ich kann ohne den Hemd nicht zurück. Meine Frau killt mich, das habe ich von ihr schenken bekommen. Los! Hat es jetzt österreichisch schenken bekommen oder hast du dich einfach nur versprochen? Nee, das ist so, sagen wir, schenken bekommen. Okay. Also ich sag das so, ich weiß nicht, wie die anderen das sagen. Weißt du sicher, ich hab's geschenkt bekommen? Nein, schenkt bekommen, das sagen wir in Wien so. Okay, also, ja, so wie halt auch Kassa und nicht, egal. Ja, da, zu Kassa sagen wir nicht egal, aber ich weiß nicht, in Deutschland macht sie das vielleicht so. Wir sagen Kasse. Kasse. Du weißt halt, was das heißt, ne? Wieso heißt das Kasse? Ja, also Kasse halt. Herr Spezi, bitte nicht vergessen. Aber gut, dass du es nochmal sagst. So kurz vor dem Ende. Oh, ich hab's vergessen. So. Jetzt hast du wieder zweimal die Bühne gemacht. Nicht vergessen. Wahrscheinlich ist der Trick, man muss sich runter zum Hubschrauber fallen lassen und kann mit dem Ding ganz nach oben fliegen. Das wär's ja. Deswegen steht er da. Das klingt natürlich logisch. Schon, gell? Warum höre ich Musik? Ich dachte, die haben wir ausgemacht. Das muss der Nachbar sein, also ich höre hier nichts. Hörst du es nicht? Der dünne. Warte, schauen wir mal kurz die Richtung, ob da Flügel sind. Nein. Aber der Weg ist kürzer. Nach dem nächsten? Ja. Ich dachte, du sagst wieder nach. Jetzt dann. Ein bisschen kommunizieren muss man schon gehen. Ich hab's vergessen. Das ist mein Ding. Ich bin alt. Nicht du. Ich darf vergessen. Ich will was Eigenes. Okay. Das geht? Na, okay, hab ich gesagt. Okay. Da. Jetzt weiß ich, dass wir es schaffen. Ich hab's im Blut. Ach,
Was war denn? Was, ich hab's vergessen. Warte, Leiter hoch. Da ist vielleicht Flügel. Meinst du? Ah, geht gar nicht. Okay. Ah, gut, das wissen wir das auch. Wassertürme sind tabu für uns. Ganz knapp. Es kommen wieder Rohre. Gell. Hast du jetzt nicht die Musik? Nein, ich habe keine Musik. Warte mal. Hat die bei mir wieder angemacht? Der hat die bei mir wieder angemacht. Wegen deinem Error. Ach, das kann sein, ja. Okay, hab's. Vergessen. Und ich dachte die ganze Zeit, warum höre ich Musik? Oh, warte, welche Richtung? Ist egal, oder? Rechts, genau. Habe ich nicht so einen Umweg. Ich gehe den Umweg nur, wenn der Flügel beinhaltet. So, lieber springen, oder? Ja. Wie, ich kann das? Oder war das eine Bombe? Hey, warte mal, was ist das? Keine Ahnung. Was ist jetzt über uns? Warte. Warte mal. Ja, okay, er zieht mich einfach was. Ich wollte einfach... Ach, das ist der leichtere Weg. Es gibt leichte Wege? Achtung, ich hab's vergessen. Ja, da schau. Also. Es gibt leichte Wege. Oh, nee. Was ist da? Nicht Schaden? Was heißt nicht Schaden? Augen zu. Du siehst nichts. Oh, fuck. Warte, geh du erst drüber? Wie geht du es drüber? Achso, es geht ja nicht. Scheiße, du musst das den fucking Weg merken. Na, ist ja ganz einfach, wir machen das so. Wir machen mal Pause. Okay. Es sind eh schon 31 Minuten, also machen wir hier mal Schluss. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.